Wie bist du eigentlich zu dem Job Rodi gekommen? Ja, das ist lustig. Ich bin ein Teil, also Zürich-Schule und dann später noch ein kleiner Teil in Neuchâtel und wir sind dann auf Neuchâtel gezogen. Und in Neuchâtel hat es so eine Kleinkunstszene gegeben, die man schon immer gehabt hat. Es ist einfach, Kultur ist immer ein bisschen etwas gelaufen im Wels. Und in Neuenburg und Lausanne auch so, ist immer ein bisschen etwas auf dieser Szene, Jazz-Szene gelaufen, aber parallel zu der Jazz-Szene auch der englische Rhythm and Blues. Es hat immer so englische Bands gegeben, die einerseits Jazz, aber Rhythm and Blues gemacht haben. Und ich hatte dann das Glück gehabt, dass ich mit 14,5, 15 habe ich in einem kleinen Gabo, also so einem Keller, wo ein Jazzclub war, habe ich ein Konzert gesehen, Alexis Korner gesehen. Und die wie der gespielt hat, das ist dermaßen, das ist mir dermaßen eingefahren. Weil ich muss sagen, zu dieser Zeit habe ich angefangen, so Radio Luxemburg zu hören oder verschiedene französische Sender, die wir im Welt schon gut bekommen haben, die angefangen haben, schon wirklich in die damalige Beat- und Rock-Szene hineinzugehen und Rhythm and Blues und so. Das ist auf jeden Fall genau die Musik, die ist gespielt worden. Hat zwar noch Bläser dabei gehabt, ich bin nicht so ein Bläser-Fan, muss ich sagen. Aber es ist einfach ein Konzert gewesen, weil die Musik ist mir dermaßen eingefahren. Und nach den 2 Stunden von dem Konzert, ich habe gemeint, ich hätte 5 Minuten da gewesen. Es ist dermaßen kurz vorgekommen. Und ich bin begeistert gewesen. Und ich bin dann nachher da geblieben und noch ein bisschen rumgesehen. Bin ich zu ihm her, habe ihn getraut und habe mit ihm angefangen zu reden und so. Ich habe dann versucht, ein bisschen Englisch zu reden. Ich konnte noch nicht sehr gut Englisch können. Und dann hat er mir gerade sofort auf Französisch Antwort gegeben. Und wir haben miteinander geredet. Und plötzlich haben wir auch noch Deutsch geredet miteinander. Und es ist dann total gutes Gespräch. Und ich habe ihm gesagt, ich habe so verrückt gesagt, die Musik, die ich immer gewählt habe. Und mein Traum wäre es halt sowieso, irgendwann mal auf England gucken, das schauen und so. Und dann hat er mir seine Karte gegeben und hat gesagt, los, wenn du mal auf England kommst, willst du Musik schauen? Das ist meine Adresse. Du kannst kommen. Du bist herzlich eingeladen. Und das hat mich dann losgegangen. Und dann bin ich dann irgendwann mal an Ferien gehabt und habe gedacht, was mache ich? Und bin schon damals immer ein bisschen alleine unterwegs oder viel vorgegangen oder auch Familie besuchen. Und dann bin ich per Autostopp auf London. Bei dem ziemlich zügig vorgekommen, bin an einem Montag fort und am Dienstag war ich in London gewesen, per Autostopp. Also es ist wirklich wunderbar gegangen. Und hat dann zu England telefoniert von dort aus. Er ist dann nicht zuhause, aber seine Frau. Und die hat gesagt, ich soll vorbeikommen. Und bin dann vorbei bei ihm zuhause, die Adresse herausgefunden, mit dem Taxi. Und bin wahnsinnig nett empfangen worden. Und dann nach einer gewissen Zeit ist er auch heimgekommen, schon da gewesen. Und ich hatte wirklich also einen wahnsinnig netten Empfang gehabt. Und er hat Freude gehabt, hat sich um mich gekümmert. Und hat gesagt, ja, das ist aber gerade gut. Wir sind da. Ich gehe gerade in den nächsten paar Tagen ein bisschen in den Club nach. Ich muss sogar Musiker besuchen. Du kannst mit mir mitkommen. Und dann habe ich in dieser Woche, als ich in London war, bin ich jeden Abend in einem anderen Club gewesen, wo genau die Musik gespielt worden ist. Ich habe jene Musiker gesehen, die weltberühmt waren nachher. Wieder mal so, vielleicht nicht gerade weltberühmt, aber vor allem von England, wo die Musik geprägt haben. Oder? Und bin dabei gewesen, bei all dem und also ich konnte fast nicht mehr können, weil es einfach so überwältigend war. Es ist genau die Musik, die ich hören wollte und so. Und ich weiss, Crawdaddy Club war einer von diesen Clubs, wo ich mehrmals war. Und es hat einen Haufen Clubs gegeben, die es nachher nicht mehr gegeben und andere gegeben. Aber es war einfach eine wahnsinnige Clubszene. Jeden Abend hast du können in den Ausgang und du hast können aus 2, 3 Konzerten aussuchen. Und es hat nichts gekostet. Also gut, ich habe mit dem Alexis eh gratis rein können, aber so für einen Club-Gig ist irgendwie ein Schilling gezahlt. Oder vielleicht 2, je nachdem, wenn es eine ganz gute Band war. Und auf jeden Fall, ich bin dann auch wieder heim und so, wieder zurück
nach 14 Tagen und habe dann die Heimat ein bisschen erzählt, weil es mir so gefallen hat. Dann sind die Eltern sind so schräg verrückt gewesen, weil ich einfach gegangen bin und gesagt habe, wo ich bin. Aber es ist dann gut rausgekommen. Und auf jeden Fall, aber von dem Moment an habe ich gewusst, mich interessiert eigentlich nur eins. Das war wirklich die Musik gewesen. Und das war dann wirklich 1960 gewesen, oder 61. Und ich bin nachher, wenn immer ich Zeit hatte, wenn es irgendwie reingegangen ist, mit Ferien oder so, oder manchmal auch eine Woche, lieber zweimal eine Woche Ferien genommen, manchmal mit dem Zug, und den Zug hätte man günstig können fahren, aber ich bin noch zwei, dreimal mit Autostopp gefahren. Zu der Zeit, in den 60er Jahren, war Autostopp einfach nur etwas. Hätte ich jeden mitgenommen. In Frankreich hast du in einen Lastwagen an der Grenze einhocken, der bis auf Galle gefahren ist, hätte ich mitgenommen. Oder? Und das hat mich. Und ich bin dann einfach immer gegangen. Und ich hatte dann einfach das Glück gehabt, dass ich so Ende 62 bin. Und der Alex hat mir dann eben erzählt von Musikern, die er selber bringt. Und das war eigentlich der Start von den Rolling Stones. Eigentlich dort hat sich in dieser Zeit hat sich die Rolling Stones formiert. Bist du nur so als Musikfan dort gewesen? Ja. Ohne Absicht? Also, der Joe Rohde hat es ja wahrscheinlich gar nicht gegeben. Nein, also es hat natürlich bereits dort nichts gegeben, in England, wo mit den Musikern mitgefahren sind und Musiker ihre schmale Gagen noch geteilt haben mit einem, der wenigstens nachher die Anlage noch einlädt ins Auto und heimfährt. Und zum Teil war es so, gewesen, dass die Band gar kein Auto gehört, aber dann hat man irgendeinen gekannt, der bei einer Firma geschafft hat, wo Tag durch den Wagen gefahren und manchmal abends konnte den Firmenwagen ausleihen, um die Anlagen aufzubauen. Also so ist das. Ist alles immer so parallel gelaufen, oder? Der hat diesen gekannt, dieser hat jenen gekannt, der hat den können helfen und der hat den können helfen. Der hat zum Teil hat man auch noch, gut, ich habe dann später, zwei, drei Jahre später, bin ich länger da gewesen. Ich weiss ja, da sind wir abends, wenn wir den Lieferwagen haben können, haben wir zuerst noch müssen bei dem eine Bassanlage holen und bei dem noch vielleicht irgendein Schlagzeug oder so, weil die Musik gar nicht eigene Schlagzeug hatten. So. Nee, das sind wir dort. Oder das eigene Schlagzeug ist so schlecht, dass es nicht können brauchen auf dieser Bühne. Also es ist ein wahnsinniges zusammen. Die Leute, die ganze Musikszene in England hat unheimlich zusammengehabt. Und so hat es funktioniert. So haben die auch können für ganz wenig spielen. In diesen Club, wo die gespielt haben, hat es am 100 Leute gegeben. Und wahrscheinlich bei 100 Leuten hat es vielleicht etwa, vielleicht etwa mit dem Getränk etwa 80 Pfund eingenommen. Gut, in dieser Zeit war 80 Pfund immer noch 800 Franken gewesen, aber die Band hat dann gleich ein paar Franken gezahlt. Auf jeden Fall ist eine wahnsinnig innovative und überraschende Zeit gewesen. Und das ist natürlich krass, dass ich fasziniert bin von dem. Vor allem, ich bin immer fasziniert von dem Mischen. Also ein bisschen da etwas machen und Deko holen und das hilft dem und das hilft jenem. Das hat mich fasziniert. Also der Job Rohde ist eigentlich entstanden aus einem Gammelholmer. Genau, Idee. Und einfach Freude an der Musik und Freude an der Musik. Also zum Teil haben wir, jetzt Rodi ist gerade, das sind Brüder gewesen von meinten oder der Cousin oder Nachbarskinder, die in dem Probelokal, wo sie gehen, wenn sie gespielt haben, sind die alle los und sind begeistert über die Musik. Also es haben alle irgendeine Beziehung gehabt, nicht zwangsläufige musikalische Beziehung, aber einfach damit, dass man einander kennt hat. Und dann hat man der eine geholfen beim Einladen und beim Ausladen. Dann hat man plötzlich gemerkt, den kann man ja brauchen. Der denkt ja etwas, der lässt das Zeug richtig ein, tut da sein. Dann hat man dem auch noch gezeigt auf der Bühne oder hat selber geschaut, wie das Zeug eingesteckt wird, wie das muss gemacht werden. Also es ist ein Beruf aus sich selber entstanden. Learning by doing, ja, absolut. Und das habe ich halt faszinierend gefunden. Aber ich habe mich dann gleich nicht mehr. Es ist natürlich das, ich kann mich eigentlich aufpassen. Wenn ich dort mitgeschafft hätte, hätte ich das Problem bekommen, hätte man mich ausreisen können. Also ich war eigentlich nur als Gast da gewesen. Und gut, dass ich mal etwas rausgedreht habe, wäre okay gewesen. Aber ich hätte nicht können wirklich fest mit einer Band etwas mitmachen, weil England hat wahnsinnig vor aufpasst, ob es keine fremden Leute auf England können arbeiten. Eben, es war ja alles im Ausland gewesen. Mit der Schweiz hast du da noch nicht viel Mut gehabt. Nein, nichts zu tun.
Und auf jeden Fall, so ist es dann gekommen. Und dann ist dann etwas passiert, es sind die Rolling Stones gekommen. Ich habe die zwei, drei Mal gesehen an verschiedenen Orten, ich habe sie gehört, proben. Ich habe dann den Stu kennengelernt, ziemlich gleich. Der Stu, das war der Pianist von den Rolling Stones. Ja, der Stu kennt jeder. Das ist der Pianist von den Stones. Und der, wo dann die Stones als Band gegründet wurde und aus einem Schallplattendeal gegangen ist, und so, hat man gesagt, der Stu kann nicht mitkommen. Der sieht so schlecht aus, der passt nicht zu anderen. Wir sind alles gut aussehende Geier. Und der Stu hat einfach so ein Bulldoggen-Gesicht gehabt und einen kleinen und einen kleinen dicken und so. Und der hat kein Ball dürfen auf eine Bandfoto, oder? Aber die Band hat ihn nicht gehen lassen. Das Management hat ihn rausgegeben. Die Band hat gesagt, nein, der kommt dabei. Der ist ein sehr guter Pianist. Er ist ein sensationeller Bouvier-Bouvier-Pianist. Und der, auf jeden Fall, eben, der ist dann, hat dann zu der Band gehört, ist dann so quasi als Bandmitglied oder als Bandbetreuer mitgereist und so. Und damals hat man in Europa noch keine Garneata gehabt oder so. An jedem Zoll hast du dich müssen durchschnurren oder hast du ein Depot hinterlegen, um durch Frankreich durchfahren. Transit, dann sind sie auf Deutschland, sind sie auf Galais und von Galais haben sie müssen, quer durch Frankreich durchfahren, bis in die deutsche Grenze. Und dort an der deutschen Grenze haben sie wieder müssen warten, haben sie aber nur während der Arbeitszeit können gehen. Dann haben sie das Geld, das sie deponiert haben, an dem Ding, haben sie wieder können abholen. Auf jeden Fall, das war sehr mühsam. Und die Stones, die dann so die ersten zwei, drei Auslandkonzerte sind auch mit dem Ford Transit unterwegs in Italien. Auf jeden Fall, Transit war ein wahnsinnig modernes Auto. Die Alten sind dann mit der Ford Thames und all diese Dinge rumgefahren. Und dann haben die sich beklagt. Wo ich einmal da war mit dem Alexis, dann gesagt, das ist so mühsam. Ja, jedes Mal den Zoll und sie müssen warten, stundenlang und sie kommen nicht weiter und sie sind, glaube ich, mal an ein Konzertspar gekommen. Auf jeden Fall hat Alexis gesagt, aber wir haben doch die Lösung. Dann hat es geheißen, ja, warum haben wir die Lösung? Wir haben doch den Bobby da. Der Bobby kann 5 Sprachen, der bringt uns über jeden Zoll rein. Der kann 5 Sprachen. Ja. Und meine Sprache muss ich sagen, ich habe natürlich ein riesen Glück gehabt. Mein Vater war ein Welscher, Französisch mit uns geredet. Meine Mutter war eine Deutsch-Schweizerin, sie hat Deutsch mit uns geredet. Dann haben wir eine Dienstmädchen gehabt, eine Italienerin, Adriana, die hat mit uns Italienisch geredet, schon von ganz klein an. Dann später haben wir noch eine Spanierin gehabt, Silva, die mit uns Spanisch geredet hat. Also diese 4 Sprachen habe ich schon mit 10 habe ich 4 Sprachen geredet. Und durch das, was wir eben immer mit diesen Leuten haben, haben die Sprache immer gebraucht. Und dann ist ein Kollege, also ein Freund von mir, dem sein Vater war Kinooperateur in so einem Film, wo sie vorwiegend Western gezeigt haben. So ein Revolverhoch, wie man den damals gesagt. Und wir haben dann immer nach der Schule oder so, haben wir in den Vorführraum rauf, oder, wo dort Löcher in der Wand waren, zum Ding führen, und haben dann die Löcher in den Film angeschaut. Früher waren ja alle Filme original englisch gewesen, mit deutschen Untertiteln. Und ich habe die Filme so viel mal gesehen, das sind fast immer besser gewesen. Ich habe am Schluss Englisch gehört wie der John Wayne, aber Englisch können. Also, ich habe viele Engländer nicht mehr gemeint, ich sage Amerikaner am Anfang, weil ich ständig so einen huren Cowboy-Slang drin hatte. Und auf jeden Fall eben, und ich bin selber überrascht, wo der Vorschlag kommt. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Er hat gesagt, du musst nur einfach denen erzählen, so wie du am in den Zoo gegangen bist. Wenn du über den Zoo gekommen bist, haben sie ja wissen, wieso du gehst und Zeug und Sachen. Und ich habe schon gemerkt, dass ich immer gut über den Zoo komme, weil ich mit den Franzosen Französisch geredet habe. Die Franzosen hätten ja ums Verrecken nie ein anderes Wort geredet als Französisch. Und auf jeden Fall bin ich dann das erste Mal mitgefahren. Wir sind auf
auf Dover eine Fähre genommen nach Calais. Und der andere hat schon geflucht und geflucht, was jetzt wieder passiert, da den fucking Frogs und so. Und ich habe gesagt, don't worry. Wir sind hingekommen und dann angehalten. Ich war dann gerade auf der rechten Seite, also links gesessen, weil ja rechts ist der Fahrer gewesen. Gerade rausgekommen, der Zöllner kommt und dann hat er gesagt, bonjour monsieur. Dann hat er gesagt, bonjour monsieur, vous avez quelque chose à déclarer? Oui, on a les instruments de musique. Où c'est que vous allez? Oui, on va à Paris et puis après on va partir sur Francfort. Und der andere hat gesagt, ouvrez, hat er reingeschaut und so. Hat er gesagt, mais vous sortez, ihr fahrt wieder raus. Bien sûr, on rentre. Okay, allez-y. Und so ist es gegangen. Das ist mein erstes, ich bin problemlos zu der andere hat, ist nämlich schon, hat die Welt nicht mehr verstanden. Wir sind nach 10 Minuten zu Dover zum Hafengebiet aus und er hat gedacht, er hat irgendetwas nicht mitbekommen. Oder? Also kann man eigentlich sagen, die Sprachen haben eigentlich den Hippo in den Job gebracht und nicht unbedingt das technische Wissen. Ne? Absolut. Das technische Wissen war null. Ja. Das war null. Und gut, ich konnte helfen. Also das technische Wissen war so weit, wie wir es alle brauchen. Ein bisschen helfen, aufladen und abladen und aufstellen. Das habe ich, so viel technisches Wissen habe ich gehabt, aber ich habe nichts gewusst von Elektrisch und Elektronik. Und ja. Weiss ich heute noch nicht viel, muss ich so, kann ich auch ehrlich sagen. Ja, und dann bin ich halt als Mittag gegangen, bin dann zurück miteinander und habe dann das erste Mal mit einer englischen Band Geld verdient. Also es war auch nicht viel gewesen. Ich habe, glaube für den ganzen Gig habe ich, glaube 20 Pfund bekommen. Es sind etwa 200 Franken gewesen. Das ist natürlich für England schäbig viel Geld gewesen. Oder? Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Hat man überhaupt Geld verdient damals? Also in der Regel hast du eigentlich... Ich habe in England ja nie gearbeitet, genau wegen dem, zu dieser Zeit, weil ich einfach Angst hatte, weil wenn sie wünscht haben, dann arbeiten, hast du nachher nicht mehr das Land rein können. Oder? Dann hast du dann einen Bankkonto. Und ich bin dann aber mit englischen Bands nachher ins Ausland, also wir sind eingestiegen auf London und so, haben sie geladen und sind dann losgefahren. Und dort hat man, auf der Tournee, da hast du in dem Club eben gesagt, da haben wir von so in diesen, vor allem viel in Deutschland gespielt, erstens in den GI Clubs, den amerikanischen Militärclubs, oder, wo es in allen Stationen gehabt, wo es Amerikaner gehabt. Dort sind wir also GI Clubs gehabt, dort haben die Bands gespielt. Oder dann hat man in den 60er Jahren sind dann die Beat Clubs aufgekommen. In jeder Landbeiz, wo irgendwo einer noch ein kleines Sally gemacht hat, hat er hinten einen Beat-Club gemacht. Und, aber das sind der grösste Teil von diesen Wirten, die da waren, sind absolute Faganten und Abzocker. Oder? Da haben die Band, die haben die Vertrag. Das sind so englische Manager, sind auf Deutschland und sind bei all diesen Clubs und haben mit denen irgendwie Deals gemacht und so. Dann haben sie die Band verkauft und er hat dann irgendwelche Bands dem Wirt verkauft. Die haben genaue Daten gemacht, wenn eine Band muss denn da sein. Man hat noch nicht gewusst, welche Band. Man hat ihm das kommuniziert, vielleicht etwa zwei, drei Wochen vorher, welche Band das kommt. Er hat einfach immer müssen wissen, dass er immer, vor allem Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Bands dort hat. Und die Musiker, das war natürlich ein Marathon gewesen. Die haben natürlich 6 bis 10 Stunden gespielt, jeden Tag. Also da hast du in so einem Club, da ist mit am 4 Uhr hat es manchmal angefangen, vielleicht Donnerstag ein bisschen später, Freitag so 4, 5 Uhr und das ist dann bis am Morgen um 2 Uhr gegangen. Und da haben ununterbrochen hat eine Band gespielt, es hat zwei kleine Bühnen gehabt, alles auf der gleichen Bühne, da hat die eine Band gespielt, dann ist die andere Band draufgekommen, dann hat die Pause gehabt, nach 3-4 Stunden ist wieder die Band gekommen, die hat also die Musiker sind ausgenutzt worden, bis zum geht nicht mehr. Was haben denn die gespielt? Eigenes Zeug oder? Nein, auch damals haben alle covered. Damals haben wirklich, zu dieser Zeit haben wirklich alle covered. Es hat ganz wenige Bands gehabt, die eigene Song gehabt.
hat zwar der eine oder andere hat es damals schon entschuldigt, aber es für die probiert haben, aber wenn die Leute den Song nicht kennt haben, haben sie ihn gut gefunden. Es hat einfach müssen, es ist einfach Hitparade, 1 bis 100 gewesen. Fast wie heute. Ja, wie so wie heute, ja. Und dann hat die Songs gespielt und so, und je nachdem, die einen hat halt ein bisschen besser im Gesang gewesen, die anderen ein bisschen besser in der Musik und so, und dann hat es halt dann schon die eine Art Fanclubs gegeben, und wenn du dann mit einer Band gekommen bist, dann haben schon Girls gewartet vor dem Club, und wenn sie gewusst haben, dass die Band jetzt kommt und so, und eben, dort ist dann auch das ganze Gruppenwesen, hat auch in Deutschland dann total eingerissen, oder, weil die Band, die Girls, die haben alle gewartet auf die Musiker, oder, und haben dann ihre Favoriten gehabt, und ja, so ist es gelaufen, aber eben, in den Club rein ist es einfach ein wahnsinniger Maloche gewesen. Du bist dann am Morgen um 2 vielleicht ins Nest, da hast du irgendwo hinter dem Saal hin, da hat er irgendeinen Verschlag gehabt, dort hat er etwa 4 Meister reingestellt oder 5 oder so. Also es ist echt grauenhaft gewesen, das muss man schon klar sagen, es ist wirklich zum Teil grauenhaft gewesen. Denn die GI Clubs waren besser gewesen, die hatten irgendwo eine Pension in der Nähe und so, wo sie nicht tun haben. Dort ist das Niveau ein bisschen höher gewesen und auch das Essen ist okay. Also das, was du dort zu essen bekommst in diesen Beat-Clubs, das ist eben auch ihre Pampe, die sie da verkauft haben, ihre miserablen Sandwich und Pommes frites und eben und Currywurst. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben etwa 25 Kilometer Currywurst gefressen. Das ist einfach, ja. Was hast du denn für so berühmte Namen? Also, du bist ja bei verschiedenen Bands gewesen, oder? Ja, aber berühmte Namen haben sie eigentlich. Also, die man heute noch kennt oder so? Das sind alles so kleine, ja. Ich glaube, die Stunde hat mir auch so in Hamburg mal wahrgenommen. Ja, also es hat schon so Matadoren gegeben in Deutschland, die ein bisschen mehr gespielt haben, aber so viele Bands haben irgendwie Liverpool Hoops geheißen oder Liverpoolians oder einfach die alle Namen, aber die Namen sind einfach austauschbar gewesen. Es hat Sätze gegeben, wo die Bands vielleicht 2 Jahre unterwegs sind und vielleicht 4 oder 5 von dem gleichen Club gespielt haben. Aber meistens haben sich die Bands, weil viele von diesen Bands haben einfach gemerkt, wie die ausgenutzt werden. Ich meine, die sind ein Jahr unterwegs gewesen, sind ein Jahr unterwegs gewesen, haben einen Manager genommen, der natürlich noch den Großteil der Gage sowieso gerade abgeklappt hat. Die englischen Manager sind skrupellos, sie wissen wir nicht mehr, oder? Und die deutschen Veranstalter waren nicht viel besser gewesen hinten da. Und dann hat es viele von diesen Leuten, die sind mal 8 Monate oder ein Jahr oder spielen und so. Manchmal hat es ein Pech gegeben, dass du mal 2 Wochen nicht hast können spielen. Dann hat es ihn aber Gott sei Dank bereits in Deutschland so Engländer gegeben, die irgendein deutsches Mädchen geheiratet hat, weil sie schwanger geworden ist und so, und dann gelebt und so. Und das sind dann noch wichtige GATR für die Bands. Also, ich weiss, wenn wir unterwegs sind und alle wieder Hunger hatten, hat es geheißen, komm fahr noch in die Nähe von Düsseldorf, dort kennen wir einen. Dann kennen wir den James, der wohnt dort und der hat dort seine Frau, da können wir etwas über. Dann bist du dann halt dort hingefahren zu dem James und dort sind wir willkommen gewesen und dann was hat es gegeben. Baked Beans on Toast mit Spiegeleier. Das war das Grösste für die Engländer. Und ich habe weisse Böhne, die kann ich nicht essen. Speziell nicht zum Morgen. Ja, sie sind zum Morgen und zum Nacht oder immer. Die haben immer Baked Beans. Das war immer für sie das beste Essen gewesen. Auf jeden Fall, aber eben, überlebt hat man schon. Aber es ist einfach, ich habe dann gesagt, also das ist es wohl nicht. Ich bin dann wieder immer mehr in die Schweiz gekommen. Wenn ich Zeit hatte, bin ich auf England gegangen, ein bisschen hören und so. Bin in die Schweiz gekommen und habe in der Schweiz gemerkt, da habe ich ein besseres Leben. Also ich habe dann bin mit diesen Bands zwar auch nicht viel verdient, aber mit den Bands umeinander gereist. Aber man hat meistens noch irgendwo ein anständiges Hotel bekommen, man hat irgendetwas bekommen. Ich habe dann angefangen, ein bisschen mit Schweizer Bands auseinandersetzen, mit der Berner Szene und habe geschaut, dass
Ja, dass die auch Gigs bekommen haben. Ich habe einen Gigs gemacht. Das hat einfach wirklich in die Musikbranche rein, in der sozusagen Rock'n'Roll, die da war. Und hat dann schon gemerkt, dass in der Schweiz eigentlich alles noch im Argen liegt, aber dass die Leute noch einigermaßen fair sind, auch die Veranstalter. Man hat die Bands wenigstens gezahlt. Das hat es auch jemand mal gegeben, dass halt einer keine Einnahmen gemacht hat. Er hat wenigstens das gezahlt, was er hätte können, aber er hat wenigstens etwas gezahlt. Er ist nicht verreist im Voraus mit den Kassen und so. Hat dann